Herzlich willkommen zurück zu Elex 2. Askiel soll sich hier so befinden. Das heißt, wir werden ja hier einmal runtergehen und dann in dem großen Gebäude rechts soll er dann sein. Das muss das Forschungszentrum sein. Nee, noch ein bisschen geradeaus. Hier gehe ich direkt drauf zu. Das hier müsste das Forschungszentrum sein. Hier müsste irgendwo ein Skill stehen. Irgendwo hier. In der Nähe. Das sieht doch nach einem großen Gebäude aus. Dach. Hilfe. Hilfe. Ist auch ein Gehilfe? Wissenschaftler. Ah. Du musst dieser Jax sein, der plötzlich auf meiner Liste für kaufberechtigte Personen aufgetaucht ist. Oh ja. Das ist zumindest mein Name. Gut. Hier steht, du hast jetzt Zugang zu der Warenklasse 1. Du kannst ab jetzt jederzeit bei mir einsehen, was du erwerben darfst. Nett, ja, dann zeig doch mal her. Zeig mir, was ich mit meinem Rang alles kaufen kann. Bitte sehr. Was haben wir denn Schönes? Wir haben Kopfschutz, der ziemlich doof ist. Ah, hier, der bringt was für 950 plus 5. Körper haben wir schon. Bein bringt plus 7 tatsächlich für 1425. Der bringt plus 5. Ja, da müssen wir doch eigentlich den eher kaufen. Eher Bein, würde ich sagen. Für Kopf haben wir kein Geld. Dann verkaufen wir doch noch was. Und zwar können wir verkaufen. Den Kollegen hier. Das reicht aber noch nicht. Den Bogen können wir verkaufen, aber der bringt halt auch nichts ein. Unsere Hose können wir verkaufen. Reicht immer noch nicht ganz. Dann werde ich hier noch so einen Zweihänder verkaufen. Von dem haben wir mittlerweile 8 Stück. 3 reichen. Zack. Und dann kaufen wir uns noch den guten Alphelm. Und dann können wir ja im Grunde auch unseren schönen Hut verkaufen. Ach, ist das traurig. Ja. Und dann akzeptieren wir den Handel und haben fast einen 1:1 Tausch. Dann können wir anlegen. Plus den Helm und die Beinkleider. Und dann haben wir endlich auch eine schöne Albrüstung. Wird ja auch Zeit. Ja, und dann können wir eigentlich uns auch nochmal die Mutantenangriffe angucken. Das ist ja hier direkt in der Nähe. Vorher würde ich mich aber eigentlich noch mal ganz gerne hochheilen. Konnte man hier irgendwo auch schlafen? Ist hier im Bett? Ja, perfekt. Bis zum nächsten Morgen. Dann brauchen wir jetzt Jacks Gesicht uns auch gar nicht mehr angucken, wenn wir mit ihm durch die Gegend laufen. Ist vielleicht besser, gut, wenn ich gar nicht erst darüber nachdenke. Ja, genau. Ist vielleicht besser so. Obwohl... Und dann machen wir wieder so einen schönen Scout-Auftrag. Also Scout-Aufträge sind scheinbar, geh irgendwo hin, wo übermächtige Gegner sind und lauf wieder weg. Kaltstachel. Ach, hier ist noch schöne Lava. Ich muss ja sagen, das ist ja echt heftig, ne? Dass da so gar nichts davon übrig ist von dem alten Lager.
der Kleriker. Das finde ich schon ein bisschen schade. Mein Kopf! Ich hätte mir da irgendwie gewünscht, dass es wenigstens noch so alte Ruinen oder sowas gibt. Infektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, wie oft willst du das noch sagen? Wo sind die denn jetzt hier? Oh, wissen müssen wir noch. Die greift mich jetzt hier an. Nix ist mit angreifen. Tja, ich fürchte, den werden wir eben uns noch vorknöpfen. Sehr gut. Steinklaue wäre hin. Hier sollen jetzt irgendwo die Mutantenangriffe stattfinden. Oh, eine Schwefelader. Unsere erste Ader, die wir abbauen. Ist ja nicht wahr. Unfassbar. Das ist cool, dass sich das hier gleich wieder lohnt. Ich muss jetzt hier echt regelmäßig abspeichern. Ich weiß, was da gleich. Passieren wird. Okay, wieder ein Haufen Mutanten. Wir gucken uns das Ganze hier erstmal an, würde ich sagen. Hier ist ein Haus. Die wir vielleicht aufmachen müssen. Klopapier. Okay, hier können wir aber nichts machen. Schlechter Zeit. Schlechter Zeit. Das geht nicht, wenn man angegriffen wird. Ausplan für Energiezellen. Das ist ja sehr cool. Okay, also wenn wir Pech haben, müssen wir tatsächlich da rein. Ich lade nochmal neu. Schon gesehen worden. Ich weiß gar nicht, wie wir da hochkommen sollen, ohne gesehen zu werden. Schon gesehen worden. Wir müssen vielleicht von hier eher kommen. Ja, das bringt auch nichts. Aber diese Alpdinger, die sind ja echt knifflig. Wenn ich das gewusst hätte, wären wir nicht zu den Alps gegangen. Sei nicht, dass sie mich jetzt hier schon sehen. Weiß ich auch nicht, wie das hier gehen soll. Okay. Tja, das, Och, da kommt gleich der Erste. Mhm.
Das macht schon zu viel Lärm. Oh Gott, das Schleichen hier ist ja richtig schlecht. Ist das schon? Ja, das reicht schon. Krass. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Es gibt hier keinerlei Möglichkeiten, vernünftig zu schleichen. Null. Habe ich hier irgendwas übersehen? Schlechter Zeitpunkt. Okay, ich nutze mal eben die Gunst der Stunde. Ich fürchte. Oh, die roten Punkte werden weniger. Aber jetzt werden sie wieder mehr. Oh nee, jetzt lockt ihr nicht hier rein. Ist nicht dein Ernst, oder? Das ist dein Ernst, er lockt sie hier rein. Der Sack. Geh weg. Oh, sie gehen wieder. Oh. Ja, jetzt schießt du auch noch auf mich. Genau, sehr gut. Kann ja nicht mal weggehen. Mich sehen sie nicht. Okay, ohne Begleiter wäre das jetzt hier ein. Oder, glaube ich. Den habe ich jetzt gesehen. Nein, sie sehen mich nicht. Oder? Jetzt sehen sie mich. Kommen ja auch nicht mehr weg. Oh Gott. Okay, es war gut, er hat sie abgelenkt. Bleib hier stehen. Einfach mal testen. Trotzdem, ne? Also, dass man jetzt hier keine Möglichkeit hat. Dass das schon reicht, um erwischt zu werden. Ich meine, was ist das für ein Schleichsystem? Jetzt. Und schon gesehen. Und tot. Wie soll das denn bitte gehen hier? Oder ist hier irgendwas drin? Ein Schrott und der ganze Kram. Versuch's noch mal so, dass ich mich jetzt hier verstecke. Das ist eigentlich die einzige Chance, mich hier auf dem Klo zu verstecken. Und ich weiß ja noch nicht mal, ob ich überhaupt recht habe.
von Dory rein. Ja, okay, jetzt ist eigentlich schon wieder verloren. Hallo Freunde. Was ist da? Ist da noch ein Safe? Also ich weiß halt wirklich nicht, ob man jetzt da an diese Truhe ran muss. Von der Position hier habe ich keine Chance. Kann ich mich hier irgendwie verstecken? Ja, bestimmt bei dem Fernkampfangriff, ne? Na, der hat mich entdeckt. Kann man von da hinten irgendwie durch ein Fenster rein? Man kann auch nur durch den Haupteingang rein. Da ist was! Das erklärt einiges. Alles klar. Das Zeug muss die Mutanten angelockt haben. Ich sollte Azog davon berichten. Oh, scheiß Baum. Ha. Gut. Weg hier. Sind's geschafft? Den Keller nicht gefunden. Hui. Auf zu Azog. Das haben wir uns verdient. Gott, sind die anstrengend, die Halbsachen. Ist natürlich auch richtig viel geiler Loot da gewesen, ne? Ich glaube, die Baupläne haben wir jetzt nicht. Aber je mehr ich gerade auch so nachdenke, eigentlich will ich als nächstes unbedingt diese Regeneration haben. Ich glaube, wir gehen jetzt als nächstes voll auf Konstitution. Wegen der Mutantenangriffe. Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum dort so viele Angriffe geschehen. Gut. Ich habe ein großes Elix-Vorkommen entdeckt. Es war von oben nicht gut zu sehen. Das erklärt, warum unsere Drohnen es nicht finden konnten. Warte einen Augenblick. Ich mache einen Stoßtrupp bereit, um das Vorkommen zu sichern. Commander? Angetreten. Auf dich ist Verlass. Und jetzt? Hallo? Auf dich ist Verlass. Ist hier ein Commander? Kampfmaschine? Wache? Nein. Ach, da kommt er. Alexitor Azog, was gibt es? Der Scout Jax hat ein Elex-Vorkommen ausfindig gemacht. Es muss erschlossen werden. Der Scout Jax? Er meint doch Commander Jax. Es ist egal, wer er war. Jetzt ist er Scout. Behandelt ihn als solchen. Nimm deine Männer mit und befreit dieses Vorkommen von den Mutanten. Jax soll Bericht erstatten, wenn ihr fertig seid. Wird erledigt. Du hast gehört, was Alexitor Azog gesagt hat. Führe uns zu dem Elex-Vorkommen, das du entdeckt hast. Ich muss mich noch vorbereiten. Dann tu das. Lass uns nicht zu lange warten. Gut, das überlegen wir uns, wann wir das machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.